Hallo. So, heute melde ich mich mit brandaktuellen Informationen zu den Messverfahren auf der A3 bei Hilden-Mettmann. Trefistar S350 in der Semistation, habe ich schon ganz viel drüber gemacht. Es gibt jetzt endlich die erste Grundsatzentscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, verkündet am 7. August in einem der Verfahren, leider keines meiner Verfahren, aber offensichtlich hat der Kollege da Ähnliches gerügt wie ich, nämlich dass der Kreis Mettmann das Messgerät auf der Bundesautobahn nicht einsetzen darf, da es ein mobiles Messgerät sei und somit ein Verstoß gegen § 48 Absatz 2 OBG vorliegt. Und die Verteidigung hat dann weitergerügt, dass daraus ein Beweisverwertungsverbot entsteht, sodass die genommenen Aufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen nicht verwertet werden dürfen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist teilweise positiv, teilweise negativ für die Verteidigung. Insofern ist es auch ein kleiner Rückschlag. Auf der anderen Seite hat das Oberlandesgericht ganz heftig ausgeteilt. Ja, die haben ganz klar gemacht, dass das Verhalten des Kreis Mettmann nicht korrekt ist. Den haben die ziemlich eindeutig abgewatscht. Ich werde das gleich auch vorlesen. Und haben natürlich auch dem Instanzrichter, der diese Entscheidung getroffen hat, auch noch einen mitgegeben, indem man gesagt hat, naja, es sei ganz offensichtlich, dass es sich hier um mobiles Messgerät und nicht um ein stationäres Messgerät handelt, wie er das in seinem Urteil ursprünglich ausgeführt hat. Das Oberlandesgericht hat, so wie wir das auch vertreten, ganz klar gesagt, der Kreis Mettmann darf das Messgerät an der Messstelle nicht einsetzen. Auf Bundesautobahnen darf das nur die Polizei. Mobile Messstellen dürfen vom Kreisbehörden nicht eingesetzt werden und das ist ein Gesetzesverstoß. Letztendlich hat das Oberlandesgericht dann aber leider daraus den Schluss gezogen, dass dadurch der Rechtskreis, also das schutzwürdige Interesse des Betroffenen, nicht so stark verletzt wird, dass man daraus auch ein Beweisverwertungsverbot ableiten muss. Das Oberlandesgericht sagt, das ist eine Ordnungsvorschrift, dadurch soll die Effizienz von Geschwindigkeitsmessungen zwischen Polizei und Kreisbehörde geregelt werden. Und für den Betroffenen ist es letztendlich egal, ob eine solche Messung ordnungsgemäß hoheitlich von der Polizei oder ordnungsgemäß hoheitlich vom Kreis Mettmann durchgeführt wird. Das Ergebnis sei dann das gleiche und deswegen sei die Messung trotz des Verstoßes gegen § 48 verwertbar. Und ich will jetzt noch ein paar Passagen hieraus vorlesen, weil das Urteil durchaus interessant und unterhaltsam und auch lesenswert ist. So geht es dann zunächst mal los, dass das Oberlandesgericht sagt, es geht um die Frage Verletzung § 48, ja oder nein. Nach dieser Vorschrift erfolgt die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten auf Bundesautobahnen in Nordrhein-Westfalen durch die Kreisbehörden nur mit in festen Anlagen eingesetzten technischen Gerät. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Bei dem Außengehäuse Semistation S350, in der das Laserscannergerät Trefistar S350 eingesetzt war, handelt es sich nicht um eine fest installierte Anlage im Sinne des § 48 Absatz 2 Satz 3 OBG. Dann kommt ein Zwischenabsatz und dann geht es weiter. Dass eine derartige in einem Anhänger befindliche und deshalb von vornherein auf Mobilität und Standortsveränderung angelegtes transportables Außengehäuse keine fest installierte Anlage darstellen kann, liegt auf der Hand und bedarf an sich keiner weiteren Begründung. Mit Blick auf die vereinzelt vertretene Ansicht in der Rechtsprechung des Amtsgerichts Mettmann sei jedoch darauf hingewiesen, dass auch das hohe Eigengewicht der Messanlage kein Beleg für eine Festinstallation sein kann. Der Unterschied zu der mit angeblich geringem Aufwand von einem Betonsockel abzuschraubenden Messsäule besteht darin, dass ein derartiges Vorgehen bei letzterem eben nicht von vornherein vorgesehen ist. Also das ist der Passus, der sich ans Amtsgericht Mettmann wendet, wo man sagt, naja, das ist für jedermann erkennbar, dass ein Anhänger mit einer Deichsel und auf Rädern von vornherein zum Ortswechsel bestimmt ist und dass es sich dementsprechend um ein mobiles Gerät im Sinne des § 48 handelt. Somit nimmt man auch einen Verstoß gegen § 48 an und hier heißt es dann gerichtet an den Kreis Mettmann weiter. Vor diesem Hintergrund war der Kreis Mettmann zu der Geschwindigkeitsmessung mit der konkret gewählten Messanlage nicht befugt. Sie hätte durch die Polizei erfolgen müssen. Insoweit sei bemerkt, dass der fortlaufende Gesetzesverstoß des Kreis Mettmann bei der Überwachung des gesetzmäßigen Verhaltens der in seinem Bezirk befindlichen Verkehrsteilnehmer nicht nur den Senat irritiert, sondern auch dem Rechtsempfinden der
durch entsprechende Berichterstattung sensibilisierten Öffentlichkeit wenig zuträglich erscheint. Also das ist eine ganz klare Watsche. Ja, hier wird nämlich genau das aufgegriffen, was ich die ganze Zeit propagiert habe, was auch zum Gegenstand einer Strafanzeige geführt hat. Der Kreis Mettmann darf das nicht. Ja? Und die haben das wissentlich und mit sehenden Augen getan und auch fortgesetzt. Und hier sagt der Senat, das werden wir in Zukunft wohl so nicht mehr dulden. Ja? Wir haben hier eine Entscheidung getroffen aufgrund der Rechtskreisbetrachtung, dass die durchgeführten Messungen verwertet werden dürfen. Aber der Kreis Mettmann darf dieses Messgerät in Zukunft nicht mehr einsetzen, weil man jetzt obergerichtlich geklärt hat, dass das ein Gesetzesverstoß ist und die Verwaltungsbehörde muss sich gesetzeskonform verhalten und darf nicht einfach aus irgendwelchen eigenen Interessen sich hier über geltendes Recht hinwegsetzen. Ja? Das ist meiner Meinung nach der Aufruf an alle Kreisgemeinden, ja, egal wo, diese Messgeräte nicht mehr auf Bundesautobahnen einzusetzen. Das betrifft also sowohl die Trefista S350-Messungen als auch die Podiscan-Messungen, die dann in diesem Law Enforcement-Trailer sind. Das Argument wird man jetzt in diesen Verfahren überall einwenden können. Und es spricht einiges dafür, dass laufende Verfahren jetzt wohl aufgrund dieser Entscheidung eingestellt werden, obwohl das Gericht gesagt hat, die Messergebnisse sind verwertbar. Denn man kann dem Bürger nur schwer vermitteln, dass hier der Staat sich über geltendes Recht hinwegsetzt und Beweise generiert, die er eigentlich gar nicht so generieren darf, und dann man dafür bestraft wird. Ja? Einen ähnlichen Fall gab es in Düsseldorf auf der A46 bei der Flea Brücke. Da war eine fehlerhafte Beschilderung angebracht. Ja, da war ein 80er-Schild angebracht, obwohl es keine Rechtsgrundlage dafür gab. Da hat man auch gesagt, die Bürger müssen sich auch an diesen fehlerhaften, rechtsfehlerhaften Verwaltungsakt halten und müssen eigentlich da 80 fahren. Dementsprechend, obwohl die Beschilderung rechtsfehlerhaft ist, kann die Messung an sich verwertet werden. Das Amtsgericht Düsseldorf hat aber dann alle Verfahren eingestellt, weil man gesagt hat, das lässt sich einfach politisch und auch in der Öffentlichkeit dem Bürger nicht verkaufen, dass das so ist. Das ist eine juristische Besonderheit, aber vom moralischen und vom Rechtsempfinden her sehen wir das anders und haben dann die Verfahren eingestellt. Das heißt meiner Meinung nach, dass es durchaus ganz gute Chancen gibt, dass auch die ganzen Verfahren in Ratingen, in Opladen, wo auch immer jetzt diese in Nordrhein-Westfalen stattfinden wegen dieser Messung, tatsächlich eingestellt werden müssen. Das ist ein gutes Argument dafür zu sagen, passt mal auf, das OLG hat hier ganz klar, mit ganz klaren Worten festgestellt, das ist ein Rechtsverstoß. Ihr habt das wissentlich gemacht, ihr wusstet, dass ihr das nicht durft. Übertragt die Sache an die Polizei, die kann die Messungen durchführen, dann sieht das alles anders aus. Ja, also was bedeutet das für uns? Auf der einen Seite ein Hauptargument, die gewonnenen Beweise dürfen nicht verwertet werden, ist weg. Das ist der Punkt, wo man sagen muss, da hat die Verteidigung einen Rückschlag hinnehmen müssen. Auf der anderen Seite gibt es hier ganz klare Signale dafür, dass man dieses Verhalten von Seiten des Oberlandesgerichts nicht weiter tolerieren will, was Hoffnung macht, dass zumindest in Zukunft diese Blitzer vom Kreis Mettmann oder auch anderen Kreisbehörden auf Autobahnen nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich werde da sicherlich auch nochmal einen anderen Beitrag zu machen. Ich hoffe, dass das sehr spannend und hilfreich für euch war und das vielleicht auch in euren Verfahren hilft. Wenn ihr meine Hilfe in irgendeinem Verfahren braucht, könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Wenn es heißt, Neues vom Hexer, macht's gut, bis dann, ciao.